Herausforderungen mit Blick auf sexuelle Orientierung in der nächsten Zeit. Der Verfassungsgerichtshof hat ja im Dezember 2017 die Ehe geöffnet, auch für gleichgeschlechtliche Paare, wie auch die eingetragene Partnerinnenschaft für verschiedengeschlechtliche Paare. Und der Gesetzgeber ist an sich aufgefordert, das umzusetzen. Ja, der soll sich überlegen, wie er damit umgeht. Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage nach Übergangsbestimmungen. Wie ist es zum Beispiel, wenn eingetragene Partnerinnen eine Ehe schließen wollen? Was ist hier vorgesehen? Und hier wird es sehr spannend zu sehen, ob und inwieweit der Gesetzgeber überhaupt tätig wird, weil ja bekanntlich die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ über die Eheöffnung nicht besonders begeistert war und wohl zu erwarten ist, dass eher eine minimalistische Lösung gefunden wird. Und es könnte sogar sein, also ich will da jetzt niemanden verdächtigen, aber es könnte sogar sein, dass überhaupt nichts gemacht wird, sodass dann einfach die beiden Institute parallel zueinander existieren. Aber wie gesagt, das wird noch eine spannende Debatte und eine Regierungsvorlage für einen Gesetzesbeschluss in der Hinsicht gibt es momentan noch nicht. Das heißt, man weiß noch gar nichts. Ja. Eine andere Sache, die schon viel länger eigentlich dreut, ist die Frage des Diskriminierungsschutzes, auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Der ist ja in Österreich bundesweit für die Kategorie der sexuellen Orientierung nicht gewährleistet. Also bislang ist es immer gescheitert an Vorbehalten, die in einer gewissen Weise über die Bischofskonferenz und über diesen Weg über die ÖVP dann eingespeist worden ist in den Gesetzgebungsprozess. Daran ist dieses Leveling Up, wie das auch genannt wird, bislang gescheitert. Was es immerhin an Positivem zu vermelden gibt, ist, dass in sehr vielen, wenn nicht in allen Landesgleichbehandlungsgesetzen auch die sexuelle Orientierung erfasst ist als Diskriminierungsgrund beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, aber das ist halt nur ein sehr eingeschränkter Anwendungsbereich im Bereich der Landesgesetze. Und ansonsten muss es und wird es immer wieder darum gehen, Diskriminierungen entgegenzuwirken, zu versuchen, die Gesellschaft noch mehr zu öffnen und mehr Entgegenkommen auch für sexuelle Orientierungen, für homosexuelle Orientierungen, bisexuelle Orientierungen zu bekommen und nicht zu vergessen, selbstverständlich auch Fragen von Transgender. Ja, also, weil ja Transgender-Personen, die es heute sehr viel leichter haben als früher beim Personenstandswechsel, aber gerade Transgender-Personen immer noch in einem sehr hohen Maß diskriminierungsgefährdet sind. Es ist zwar die Diskriminierung aufgrund der Transsexualität anerkannt als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, schon sehr lang aufgrund eines Judikats des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 1994. Das ist wichtig und wunderbar. Die andere Frage ist natürlich, wie gestaltet sich das dann entsprechend in der Rechtsrealität. Und ich habe erst vor kurzem erfahren, dass Personen, die einen Personenstandswechsel haben vornehmen lassen, ihre ganzen Dokumente, wie zum Beispiel Schulzeugnisse, Abschlusszeugnisse von der Universität, nur als Duplikat ausgestellt bekommen, mit dem entsprechenden Zeitpunkt aber quasi nicht rückdatiert. Sodass von vornherein sozusagen ihr nunmehriges Identifikations- und Personenstandsgeschlecht einfach sozusagen eingetragen würde. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn jemand dann nur mit Duplikaten kommt, dann stellt man sich gleich mal die Frage, na, warum ist das eigentlich so? Also das heißt, das ist eigentlich eine Form von Zwangsouting.